In dem kleinen Video zeige ich euch, wie man in einem Word-Makro das so einstellen kann, dass wenn das Word-Dokument geöffnet wird, dass das automatisch die Größe annimmt von 100%, was man normalerweise einstellen muss, hier bei Ansicht immer dieses lästige Zoom auf 100%. Das Zoom auf 100%. Und damit man das nicht immer von Hand machen muss, wenn ein Dokument geschlossen ist, machen wir jetzt folgendes: Ich speichere das mal, schließe das und dann zeige ich, wie das funktioniert. Wir öffnen jetzt mal Word und wenn man das Dokument jetzt öffnet, schwuppdiwupp, hat es die Größe Zoom 100. Alles, was ihr dazu machen müsst, ihr müsst diesen Code in die Word-Vorlage reinschreiben, das, was man normalerweise als normal dort bezeichnet. Dazu gehen wir mal hier auf Entwicklertools, Visual Basic. Da findet ihr hier oben ein, das ist immer so, ganz oben steht immer dieses, die Vorlage. Und das ist das eigentliche Dokument. Und diese, in diesem Vorlagedokument, also nicht in dem hier, wo wir gerade sind, sondern in dem, wenn man da reingeht und auf Word, Microsoft Word Objekte, dieses Dokument geht, dann findet ihr hier diesen, da steht eigentlich zunächst mal gar nichts drin, da fügt ihr einfach diesen Code ein, was ich gerade kopiert habe. Und zwar heißt er hier Application, Active Document, Active Window, Active Pane, 100%. Also schalte die aktuelle Größe auf 100%. Wenn ihr das eingefügt habt, dann ist das automatisch vorhanden und braucht ihr nur das Dokument noch schließen und dann macht es diese Funktion. Falls ich hinterlege den Code in meinem Blog, wenn ihr einen brauchen könnt, kopiert dann einfach raus und verwendet das. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach hier euch Hunde bei YouTube.